Bruchgleichungen. Ja, was ist dann eine Bruchgleichung? Es gibt ja auch Gleichungen mit Brüchen, aber eine Bruchgleichung ist, wo wir Variablen im Nenner haben. Jetzt erfinde ich ein Beispiel. Vielleicht haben wir 1 plus x durch x hoch 2 minus 1 minus 2 durch x ist gleich. Ja, machen wir das gleich, ist gleich so. Einfach. 1 plus x durch x hoch 2 minus 1 ist gleich 2 durch x. Sagen wir, dass die Grundmenge, es sind die reellen Zahlen. Und da muss man ja die Definitionsmenge, was ist denn die Definitionsmenge? Ja, wie wir sehen hier sofort, dass x darf nicht den Wert 0 annehmen. Und dann wissen wir auch, dass x hoch 2 minus 1 darf auch nicht den Wert 0 annehmen. Also x hoch 2 minus 1 gleich 0, könnte man als eine Gleichung auch lösen. Aber ich kann auch hier direkt sehen, dass plus 1, da wird dann 1 hoch 1 ist 1, minus 1 wird 0. Und auch minus 1, weil es eine gerade Zahl ist da. Minus 1 hoch 2 ist auch 1. Das ergibt 1 minus 1 als 0. Das heißt, dass die Definitionsmenge ist dann die reellen Zahlen, aber ohne 0 und 1, okay, und minus 1. Genau. Man vielleicht zuerst schreiben, aber das ist dann die Definitionsmenge. Ja, wie geht man weiter? Ja, man versucht einen gemeinsamen Nenner zu finden. Also erster Nenner ist ja x hoch 2 minus 1. Das können wir durch eine binomische Formel erkennen. Das ist x plus 1 mal x minus 1. Zweiter Nenner ist x. X gleich x einfach. Hauptnenner oder KGV ist in diesem Fall x plus 1 mal x minus 1 oder einfach x hoch 2 minus 1 und auch noch x, weil das ist nicht dabei. Erweiterungsfaktor ist dann hier x und hier ist es x plus 1 mal x minus 1 oder einfach x hoch 2 minus 1. Und das würde dann ergeben, dass wir 1 plus x durch x hoch 2 minus 1 können wir behalten. Der Erweiterungsfaktor war x. Mal x ist gleich 2 durch x. Hier war der Erweiterungsfaktor. Wir können das hier, aber wir können dann genau das hier, aber wir können dann gleich diesen Term verwenden. Also wir erweitern mit x hoch 2 minus 1. X hoch 2 minus 1. Ich sehe sofort, dass das hier keine lineare Gleichung wird, weil wir eine 2 hier haben. Ich ändere das ein bisschen schon jetzt und schreibe hier 1. Okay. 1 durch x haben wir dort. Und dann können wir einfach schreiben, also man kann auch Linksterm und Rechtsterm für sich berechnen, ab und zu wird das einfacher, aber in diesem Fall haben wir 1 mal x ist x, x mal x ist plus x hoch 2 durch, ich schreibe einfach Hauptnenner hier, Hauptnenner ist dann gleich x hoch 2 minus 1 durch Hauptnenner. Wir können dann auch gleich hier mit Hauptnenner multiplizieren. Also das bedeutet, dass wir mal Hauptnenner durch Hauptnenner, mal Hauptnenner durch Hauptnenner das kürzen können. Und unsere Gleichung ist dann einfach x plus x hoch 2 ist gleich x hoch 2 minus 1. Und können wir dann minus x hoch 2. Und dann haben wir x ist gleich minus 1. Minus 1 wäre dann die Lösung. Aber dann können wir schauen, ah ja, minus 1 gehört nicht zur Definitionsmenge. So in diesem Fall ist die Lösungsmenge ist die leere Menge. Aber das Wichtige ist also,
bei einer Bruchgleichung zu schauen, was ist die Definitionsmenge, auf den gleichen Nenner bringen, Weiterungsfaktor weitern und dann einfach, eigentlich sozusagen einfach die Gleichung lösen und schauen, gehört die Lösung zur Definitionsmenge, ja oder nein. Und dann ist man fertig.